Ja, herzlich willkommen zu Dragon Age Origins. So, wir haben ja soweit, ja, wir haben zwei Tiefenpilze. Wie war das? Kräuter, ein 10. Okay. Wundumschläge hätten wir auch. Das ist das. Ach, 20, okay, da müssen wir noch welche machen. Da müsste ich aber erstmal gucken, mit Win gucken, letztendlich, was sie dafür braucht. So, dann gehen wir. Wir nehmen jetzt erstmal wieder Liliana mit. Und dann machen wir noch die Ja. Ja. In der Tat. die Dings. Hört sich gut an. Die Aufgabe von diesem Krähen-Typ. Ja. Macht mal. Wir aktivieren gleich auch betrachtet es als erledigt. unseren Lied des Mutes, sobald er wieder bereit ist. Okay. Magie soll den Menschen dienen und Ja, Magie, bla bla. Ist ja gut. So. Ach so, sie macht's schon automatisch, okay. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Orsama. Etwas So. Besseres findet ihr nicht. Gut, machen wir dann. Jetzt starten wir mal die Questreihe. Ja, hier einmal rein. Der war ja hier. So, ich hoffe, man hört es nicht, aber im Moment tuckert hier die Müllabfuhr herum. Aber naja, ich hoffe, man hört es nicht so. Okay, Dockeli, hallo. Darf ich mal stören? Wird erledigt. Ah, hier haben wir noch ein Büchlein. Okay. So, da haben wir noch ein Gauner, noch ein Gauner. So, hallo, Meister Ignatio. Seid ihr wegen eines Hinweises hier? Vielleicht können wir uns ein wenig unterhalten. Ihr seid von großem Interesse für mich. Ihr seid also diejenigen, die mich töten wollen. Richtig? Wen macht ihr verantwortlich, wenn jemand stirbt? Das Schwert oder seinen Träger? Die Krähen sind Schwerter, Instrumente, die ein anderer für seine Zwecke nutzt. Eines unserer Schwerter wird angeheuert. Dann werden es und seine Helfer den Auftrag ausführen oder bei dem Versuch sterben. Als Gesamtheit haben die Krähen keine feste Ausrichtung. Ja, man könnte ihn jetzt direkt angreifen, aber wir
versuchen, so viel Infos rauszuholen, wie es geht. Und wir werden natürlich für ihn die Reihe machen. Aber ihr wurdet angeheuert, um mich zu töten. Ihr müsst begreifen, dass ich für überhaupt nichts angeheuert wurde. Ein anderes Mitglied wurde beauftragt und ist gescheitert. Dramatisch gescheitert. Ein Kunde kann immer weitere Hilfe anheuern, falls der Auftrag beim ersten Mal nicht ausgeführt wird. Aber ich hoffe, wir können sicherstellen, dass das nicht geschieht. Mhm. Ich versuch's noch weiter, ansonsten werde ich nochmal laden. Wieso sollte ich euch vertrauen? Es ist für jeden Berufsstand wichtig, dass ein Mann zu seinem Wort steht. Das gilt insbesondere für heikle Berufe. Sprecht ihr von Ehre und unter Dieben? Etwas in der Art. So, okay. Ich höre. Ferelden sieht sich mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Die Verderbnis, ein Bürgerkrieg, sonstige Probleme. Viele Leute kommen nicht miteinander aus. Manchmal kommen sie wirklich nicht miteinander aus. Möglicherweise möchtet ihr ja etwas dagegen unternehmen. Auf Leute, die derartige Dinge regeln können, könnte eine Menge Arbeit warten. Erzählt weiter. Einen Auftrag richtig zu machen, kostet Zeit. Man ist stolz auf seine Arbeit und so. Aber die Kunden haben gewisse Erwartungen. Es gibt nicht viele, an die man sich wenden kann, wenn einem für bestimmte Aufgaben die Mitarbeiter fehlen. Jemand, der eine Begegnung mit uns überlebt hat. Nun, er könnte uns vielleicht helfen. Etwas Geld verdienen. So gewinnen alle. Aha. Nach dem Motto, überlegt man einen Angriff, darf man bei denen anfangen. Hm? Man könnte ihn jetzt weiterhin angreifen. Wie läuft das Ganze ab? Ich gebe euch eine Schriftrolle. Ihr lest sie und erfahrt etwas über eine interessante Person. Solltet ihr feststellen, dass dieser Person ein Unglück zugestoßen ist, dann sprechen wir wieder miteinander. Und ich bezahle euch dafür, dass ihr mich informiert habt. Das gefällt mir nicht. Wenn euch das auf der Schriftrolle nicht gefällt, tut ihr gar nichts. Möglicherweise hat die Person ja einen Unfall und jemand anderes erzählt mir davon. Mal sehen, was passiert, wenn wir das hier nehmen. Wenn ich das für euch tue, will ich keine Krähen mehr im Nacken sitzen haben. Das liegt nicht in meiner Macht. Ihr seid der Auftrag eines Meisters. Aber wenn ihr uns helft, dann könnte es sein, dass dieser Meister nur auf Schweigen stößt, wenn er um Hilfe bittet. Nicht wahr? Mhm. Gib mir die Schriftrolle. Hier habt ihr sie. Eine interessante Lektüre. Wenn das alles war, wünsche ich euch viel Glück. Win 1 minus, naja, das macht nichts. Quest aktualisiert hier. Die Prüfung der Krähen. Schaltet ein Ziel für Meister Ignazio aus. Du hast dich mit Meister Ignazio getroffen. Er hat dir eine Schriftrolle gegeben, die Details über die Zielperson enthält, die du ausschalten sollst. Die erste Prüfung. Die Schriftrolle enthält Informationen über jemanden, den du schon beseitigt hast.
Pjadan. Du solltest mit Meister Ignatio sprechen. Ach so, okay. Da haben wir schon... Ach so, das war, glaube ich, der Typ in der Perle, der da wegen den grauen Wächtern die Falle aufgestellt hat. So, deswegen hat er auch den Questplot. Ja, ja, Win hat uns jetzt ein Minus, aber wir haben ja noch Geschenke, also das ist nicht dramatisch. So. Gut. Was haben wir hier? Achso, Schenkwort. Hallo, na? Wie hat euch die Lektüre gefallen? Gibt es einen Bonus, wenn man einen Auftrag schnell erfüllt? Das hängt von dem Auftrag ab. Bei eurem aktuellen leider nicht. Schade. Ich habe ihn schon ausgeschaltet. Wie bitte? Was habt ihr getan? Sie hatten den Unterstützern der Wächter eine Falle gestellt. Ich habe mich darum gekümmert. Ich weiß nicht, worauf ihr hinaus wollt. Vielleicht möchtet ihr einen Blick in die Truhe hinter mir werfen. Möglicherweise findet ihr dort ja etwas Interessantes. Aktualisiert. Besorge dir eine weitere Anschlagsziel. Du hast dein erstes Ziel, Pedan, ausgeschaltet. In der Truhe bei Meister Ignatio liegen zwei weitere Schriftrollen mit Aufträgen für Anschläge auf andere Personen. Okay. Du hast deine Belohnung für also von dem Typen die Beseitigung erhalten. Gucken wir mal rein. Schön. Mordauftrag für die Kardan-Fee-Söldner und Mordauftrag für Botschafter Gainlin. Okay. Das ist ein Auftrag der Krähen von Antiva zur Ermordung einer Gruppe von Söldnern, die sich Wort von Kardan Fee nennt. Das ist der Auftrag der Krähen von Antiva zur Ermordung von Botschafter Galen. Okay. Man mit denen reden? So. Wow, was für ein Text. Gut. Tagebuch. Söldnerjagd. Einer der Schriftrollen besagt, dass du in den Wald südlich von Denerim gehen und nach einer Gruppe von Kunari-Söldnern suchen sollst, die sich das Wort von Kardan Fee nennen. Okay. Eine Audienz beim Botschafter.
Du hast den Auftrag, Botschafter Gailey zu beseitigen, der im königlichen Palast von Osama residiert. Nachdem du ihn ausgeschaltet hast, wird ein von der Krähen angeheuerten Dienern sämtliche Spuren beseitigen und es so aussehen lassen, als hätte der Botschafter Osama verlassen. Okay. Gut. Sagt er denn noch was? Habt ihr alles gefunden, was ihr braucht? Bestens. Gut, danke fürs Gespräch. So. Dann geben wir jetzt hier beim Schankwirt was für eine ist das nochmal? Ach so, ja, die mit den Leichen. Geben wir was das darf noch. Es denn sein, Fremde? Ich habe einer eurer interessierten Gruppierungen einen Gefallen erwiesen. Er nickt diskret und macht sich bewusst, welche Anerkennung dir zusteht. Nicken und weggehen. So, 2 Goldquests absolviert. Du hast für ein aber dankbare Gruppierung ein Chaos beseitigt. Yay. So, mal gucken. Was darf es denn sein, ob Fremde? Wieder was Neues da ist. Braucht jemand Hilfe? Möglicherweise bei etwas, das nicht vollkommen legal ist? Er sieht sich nach neugierigen Blicken um und holt dann einige Mitteilungen im Namen interessierter Gruppierungen hervor. Weiter. So. Das läuft ja unmissverständlich. D verlangt, dass eine Nachricht überbracht wird. Ich habe meine Verbündeten, obgleich Beschwichtigung und dergleichen meiner Sache. Was? Ich habe meine Verbündeten, obgleich Beschwichtigungen und dergleichen meine Sache nicht sind. Einige davon sind derzeit sogar auf dem Weg nach Denerim, um dabei zu helfen, ein paar ganz und gar nicht loyalen Brechern aufzuspüren. Sie halten sich derzeit am Rand der Brasilienwaldes auf, wo sie aber nicht lange bleiben können. Ich brauche jemanden, der in den Wald geht und einen Signalpfeil abschießt, der zeigt, dass der Weg sicher ist. Ich würde ja einen von meinen Leuten schicken, aber die Umstände haben einen akuten Mangel vertrauenswürdiger Mitarbeiter verursacht. Ich bezahle für diesen Dienst gutes Geld und empfehle, dass nur jemanden mit Erfahrung sich die Aufgabe annimmt. Okay, nehmen wir an. Unauffindbar. Eine Kleinigkeit von K. Manche Leute können einfach nicht fair spielen. Da verändert man etwas zum Wohle aller und erntet dafür schiefe Blicke von den alten Männern. Kein Spielzeug mehr für mich, so scheint es. Außer ein
umtriebiger Freund gibt einen strategischen Spende ab. Irgendwas Unauffälliges, das auch keine Händler problemlos mit sich herumtragen können. Granaten. Sagen wir 10 Stück. Geld gegen Geld zu tauschen wäre albern, aber meine Dankbarkeit ist gemeinhin sehr großzügig. Ja, nehmen wir auch an. Okay, dann haben wir das hier alles gut und Quest aktualisiert. Bringen für K 10 Granaten zu dem Schankwirt mit den guten Beziehungen im öden Adligen zu Denerim. Okay. Suche den markierten Ort im Brisillenwald auf und verwende einen Bogen, um einen Signalpfeil durch die Baumwipfel zu schießen. Okay. Und hier sollen wir 10 Granaten. Gut. Und wir haben 2 Gold. Ja, wir haben im Moment, die liegen alle im Lager. Gut. Ja, wie es dann weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss.